Wir machen heute wieder zusammen Lachs-Sashimi. Diesmal nicht mit gefrorenem Lachs, sondern mit frischem Lachs. Wo ihr hier drauf achten müsst, ist, dass es farm-raised ist und kein Wildlachs ist. Jetzt eine Haut dran, die müssen wir natürlich erstmal wegschneiden. Dann kommt wie immer ganz viel Zucker drauf auf beiden Seiten. Dann kommt natürlich nochmal Salz drauf. Und dann kommt der ganze Spaß jetzt 45 Minuten offenen Kühlschrank. 45 Minuten später, unser Fisch ist jetzt komplett rausgeschwitzt, kommt die ganze Flüssigkeit. Und wir waschen das jetzt komplett einmal sauber. Erstmal natürlich der Smelltest. Und es sieht schon richtig geil aus. Kippen, damit wir Sashimi draus machen können. Hier haben wir den ganzen Spaß. Die hier wäre natürlich wieder flambiert. Yuzu Pepper hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Übrigens habe ich die Haut in unseren Toasterofen gepackt, damit die schön knusprig wird. Ponzu, ganz wichtig. Geben wir direkt den mal einen Taste-Test. Eigentlich hätte ich das normale erstmal probieren sollen, aber ich habe so Bock drauf. Itadakimasu. Das ist jetzt anders. Natürlich noch das normale Sashimi. Richtig fett geschnitten diesmal. Beste, wo gibt. Natürlich noch die Haut. Mhm.